Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen zeige, wie Sie einen Ankeralarm auf Ihrem 4G oder 5G Extreme Router einrichten. Zunächst sollen Sie, sobald der Router eingeschaltet ist, auf die Webschnittstelle Ihres Routers zugreifen. Sie gehen einfach in die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke und wählen dasjenige aus, das den Namen Ihres Routers hat, also 4G Extreme. Verbinden Sie sich damit. Das Standardpasswort ist einfach der Name des Routers, also 4G Extreme, mit einem großgeschriebenen X. Sobald Sie verbunden sind, sollten Sie sich, wie bei allen unseren WLAN-Produkten, in das Webinterface des Routers einloggen. Um zur Benutzeroberfläche zu gelangen, gehen Sie in den Webbrowser. Geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.1 ein und drücken Sie auf Enter. Jetzt sind wir auf dem Anmeldeportal. Der Standardbenutzername ist Admin in Kleinbuchstaben. Das Standardpasswort ist genau das gleiche wie das Wi-Fi-Netzwerk, 4G Extreme oder 5G Extreme. Wir loggen uns ein gelangen auf die Benutzeroberfläche. Beide Router werden mit einer GPS-Antenne geliefert, die es dem Router ermöglicht, seine Position in Echtzeit zu erfahren. Um Energie zu sparen, ist die Funktion standardmäßig nicht aktiviert. Um die zu aktivieren, gehen Sie nach dem Einloggen in die Web-Oberfläche zu Service. Dann GPS. Dann General und aktivieren Sie die Funktion hier. Dann ist DPE nur ein Energiesparmodus, der Ihnen Energie spart. Aber Sie haben ein weniger genaues GPS-Signal. Sie können auch die Unterstützung von Satelliten, Galileo, GLONASS oder BeiDou anwenden und Ihre GPS-Genauigkeit verbessern. Sie speichern und wenden an. Wenn Sie auf Map klicken, sehen Sie auf der Karte Ihre Position. Wir können auch sehen, dass eine Genauigkeit von 1,1 Meter hat. Um unsere Warnungen zu erstellen, werden wir die Zonen eingrenzen müssen. Sie gehen also auf Geofencing, dort auf den Abschnitt Add New Instance. Sie sollten den Namen der Zone auswählen. Ich werde Ankerzone eingeben. Wenn wir eine Zone erstellen wollen, wenn wir vor Anker liegen. Wir fügen sie hinzu. Es öffnet sich ein Fenster. Die Zone wird direkt aktiviert. Für Längen und Breitengrade sehen wir das gleich danach. Bei Radius handelt es sich um den Radius der Zone. Wir gehen zum Beispiel auf 10 Meter. Danach stellen wir Generate Event auf On. Das ist, um den Alarm zu aktivieren, wenn Sie die Zone verlassen. Um den Längen- und Breitengrad auszufüllen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, hier auf Get Current Coordinates zu klicken, um Ihre aktuelle Position auszuwählen. Wenn wir diese Einstellungen speichern, erhalten wir eine Warnung, sobald sich das Boot 10 Meter vom Ankerplatz entfernt. Bei der zweiten Möglichkeit können Sie eine neue Zone erstellen. Ich schreibe zum Beispiel Hafenzone. Da die aktuelle Position des Routers nicht die Hafenzone ist, können wir auf eine Seite wie latlong.net, Google Maps oder jede andere Seite gehen, die es uns ermöglicht, die Längen und Breitengrade eines Punktes auf der Karte abzurufen. Zum Beispiel wähle ich Rouen und den Yachthafen von Rouen aus. Wenn ich hier klicke, erhalte ich den Längen- und Breitengrad, den wir dann kopieren und in unsere Webinterface einfügen. Auf diese Weise können wir einen Alarm erstellen.
sodass wir eine SMS oder E-Mail erhalten, wenn das Boot die Marina verlässt. Und genau das wollen wir uns gleich ansehen. Wir klicken auf Save und Apply, um es zu speichern. Unsere Zonen sind jetzt erstellt. Wir werden nur die Aktionen erstellen, die bei einer Warnung ausgelost werden sollen. Wir gehen auf Events Reporting und fügen ein Ereignis hinzu. Wir aktivieren es. Als Ereignistyp wählen wir ein GPS-Ereignis. Als Unterereignis ist es, wenn man die Zonen verlässt, Left Geofence. Die Aktionen werden entweder eine E-Mail senden oder eine SMS senden. Wir empfehlen, bei SMS vorsichtig zu sein. Auch wenn heutzutage fast alle Tarife unbegrenzt SMS haben, achten Sie darauf, wenn Sie im Ausland sind, dass Sie nicht über Gebühr belastet werden. Die SIM-Karte, die für die SMS verwendet wird, ist, die sich in dem Router befindet. Für den Text lehnen Sie einfach die Suffixe. Zum Beispiel wird %RN der Name des Routers sein. Sie können den Routernamen durch Ihr Boot ersetzen und einen Satz schreiben wie: Ihr Boot %R-Position hat dieses Gebiet um so und so viel Uhr verlassen. Unter Empfänger können Sie einen oder mehrere Empfänger für den Alarm auswählen. Vergessen Sie nicht, die Telefonvorwahl einzugeben, also +49 für eine deutsche Nummer oder die Vorwahl Ihrer Telefonnummer, gefolgt von der Telefonnummer natürlich. Zum Schluss speichern Sie das Ereignis mit Save and Apply. So stellen Sie einen GPS-Alarm mit 4G und 5G Extreme ein. Für weitere Informationen können Sie uns auf der Webseite www.digitalj.de gehen oder uns eine E-Mail an info@digitalj.de schicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.